Die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert in Schwarz-Weiß, denn wir hatten den Film Stan und Ollie in der Sneak Preview. Wir wollten es erst als Stummfilm machen, aber das hätte nicht funktioniert. Da hätte ja gedacht, die Datei wäre kaputt. Und dann haben wir noch ein paar coole andere Sachen, zum Beispiel Mac und Iron Sky 2, The Coming Race und ein paar neue Netflix-Serien. Bis gleich. Der Kinocast. Auf geht's. Ich freue mich, hier in der Runde begrüßen zu dürfen. Die Kate. Hallo, Kate. Hallo. Und den Chris. Hallo, Chris. Hallo. Was ist mit dir los? Alles klar? Jaha. Jaha. Der macht mich immer nah. Gar nicht wahr. Willkommen zum Kinocast. Hallo. Hallo, Erik. Hallo, hallo. Zur 999. Sneak sozusagen. Schnapszahl. Deswegen habe ich heute mal ein alkoholfreies Benediktiner Weißbier. Das habe ich noch im Kühlschrank gefunden. Das habe ich letzte Woche mal angefangen gehabt und nicht geschafft. Und dann habe ich es hier rein. Prost in die Runde. Ja, reden wir mal über Stan und Ollie erstmal. Denn Stan und Ollie hatten wir in der Sneak Preview und ich hatte das ja auch richtig getippt, kann ich mal so im Nebensatz mal erwähnen. ein Film, der mich schon seit einiger Zeit so ein bisschen interessiert hat, das hatte ich mir so ein bisschen vorgemerkt, dass ich mir den mal im Heimkino zu Gemüte führe, weil ich dachte, der wäre schon durch. Denn der war für einen Golden Globe nominiert und bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der auch im Oscar-Rennen war. Ich glaube aber fast nicht. Aber Golden Globe war auf jeden Fall nominiert. Und die Trailer, die ich so gesehen hatte, die haben mich eigentlich interessiert. Und ich habe damals auch sehr viel, bei uns hieß es ja in Deutschland Dick und Doof, lief dann meistens in dieser Klamottenkiste, hieß das, glaube ich, diese Sendereihe, wo sie dann irgendwelche Stummfilme oder Schwarz-Weiß-Comedies gebracht haben. Ich glaube, im ZDF war das. Da gab es dann auch so rauchende Colts und so. Und das fand ich immer extrem lustig und deswegen wollte ich das gerne mal sehen. In dem Film wird Stan Laurel gespielt von Steve Coogan und John C. Reilly spielt Oliver Hardy. Und wir hatten ja letztens die Sneak Preview gehabt mit den Sisters Brothers und da hatte, glaube ich, der Chris gesagt, ja, der spielt übrigens hier den Oliver Hardy in Stan und Ollie. Und da dachte ich aber, der Film wäre schon irgendwie im Kino an mir vorbeigegangen. Wusste gar nicht, dass der noch anläuft in Deutschland. Hat sich aber anscheinend sehr stark verschoben hier, der Erscheinungstermin. Startet nämlich am 9. Mai. Das heißt, wenn ihr die Sendung hört, läuft er schon. Und in dem Film geht es darum, wir sehen so Filmaufnahmen und da hat mich der Film eigentlich sofort abgeholt gehabt, denn die Kamera fährt durch so ein Hollywood-Produktionsgelände, so würde man sagen Ende der 30er Jahre und man sieht so ganz, ganz viele Kulissen aus Filmen aus dieser Zeit und die beiden laufen da eben zu ihrem Set, wo sie drehen wollen und das ist so gefühlt in einem Shot gedreht und die Kamera verfolgt die beiden so und da ist wirklich ganz viel so Filmnostalgie mit drin und wir sehen dann den einen Film, den sie produzieren und da gibt es schon auf dem Weg dahin unterhalten die beiden sich schon so, na, dass sie doch gern mal ein bisschen mehr Geld hätten und dass sie vielleicht ihren Produzenten dann doch mal fragen, weil die Filme sind ja doch ganz erfolgreich und ja, sie sehen das ja so, sie sind da die Hauptdarsteller und der Stan Laurel, der produziert ja auch mit und schneidet mit und so weiter, also ohne die beiden geht da gar nichts und sie wollen dann doch ein bisschen mehr Geld irgendwie rausholen, weil alle beiden haben auch irgendwie so Geldsorgen. der eine ist wohl eher so ein Lebemann, der so mit vielen Frauen und Ex-Frauen da irgendwie das Geld durchgebracht hat und der andere hat ein kleines Spielproblem, wo er immer mal irgendwelche Wetten abschließt, die leider nicht so fruchten. Und ja, das klappt aber alles nicht ganz so und wir sehen dann auch in einem späteren, in der Reihenfolge dann, dass die beiden sich erstmal auftrennen, dieses Duo, Stan Laurel und Oliver Hardy und Oliver Hardy macht erstmal einen Film alleine für das Studio, weil er ist auch vertraglich gebunden dazu und das nimmt ihm das Stan Laurel irgendwie so ziemlich lange krumm und dann macht der Film so einen kleinen... Darf ich da kurz einhaken? Sehr gern. Bevor du den Sprung dann machst. Ja, klar nimmt er ihm das krumm, weil er ja auch
Eigentlich, der ist ja raus aus der Firma und wollte eigentlich einen neuen Vertrag unterschreiben. Ist ja eine wahre Geschichte, also kann man ja erzählen, dass wer die Geschichte der beiden kennt, der weiß das auch. Und da taucht er halt auch nicht auf, sondern dreht stattdessen einen Film mit jemand anderem. Deswegen, da wäre ich auch angepisst. Genau, der und das neue Filmstudio wollte halt nur das Duo kaufen. So mit einem alleine konnten sie halt nichts anfangen und der Oliver Hardy ist halt nicht erschienen zur Vertragsunterzeichnung und das war halt eine ziemlich awkward Situation da für die und ja, irgendwann macht der Film dann so einen kleinen Sprung und wir sehen dann die beiden schon etwas, ja, gealtert, wie sie auf einer Tour, auf einer Bühnentour, auf einer Theatertour durch England gehen wollen. Das wird alles so organisiert und man merkt schon, okay, die beiden haben ihre beste Zeit hinter sich mit Filmen, das ist auch schon lange durch. Das ist irgendwie nochmal so, ja, weiß nicht, nochmal so die kleineren Bühnen erstmal, wie bei so einer, ja, alternden Rockband, die vielleicht irgendwann mal einen Hit hatte und dann irgendwie kaum noch jemand kennt, die dann erstmal so über die Dörfer tingeln, so ungefähr ist hier auch. Also sie kommen dann irgendwo an, sind wirklich ganz schäbig im Hotel und auch das, die Location, wo sie auftreten, das ist nicht die AAA-Adresse, das ist eher so, ja, würde man sagen, B vielleicht und auch ein ganz kleiner Saal und kaum Leute da, weil auch ganz wenig Werbung gemacht wurde und sie führen dann ihre Sketche dort auf und ja, touren dann auch weiter und der, wie nennt man das, Tour-Manager oder so, der, ja, den, das ist irgendwie so ein ganz verlogener Typ, so einerseits oder hat auch so rhetorisch die ganz gut im Griff eigentlich, also wenn er irgendwas durchsetzen will, dann kann er das auf so eine nonchalante Art da irgendwie rüberbringen und letzten Endes merkt man dann, okay, eigentlich ist da alles schon in die Wege geleitet, also er hat die eigentlich völlig überrumpelt damit, mit dieser mit irgendeiner Aktion und so touren sie halt dann durch England und erarbeiten sich so ein bisschen ihr Publikum Schritt für Schritt wieder zurück und ja, das begleitet so diese... Weil sie einen ungewohnten Weg gehen. Ja, und es steht immer noch im Raum, dass sie ja irgendwann mal vielleicht doch wieder einen Film drehen wollen mit einem britischen Produzenten und dieser britische Produzent soll dann am Ende der Tour bei der letzten Location in London mit dem Publikum anwesend sein und dann soll denen das halt aus den Socken hauen, was die da aufführen, dass das Publikum so begeistert ist und der dann das Geld geben für den Film. Ja, das ist eigentlich so das, die Geschichte halt. Ein alterndes Komiker-Duo, wie die beiden auch ihre Probleme aufarbeiten, die sie miteinander haben, wie sie mit ihrer Situation umgehen, wie sie durch England touren. War jetzt eine Sache, die mir persönlich jetzt nicht so bekannt war, dass die überhaupt diese Tour da gemacht haben. War mir überhaupt nicht bekannt. Du bist, Jackson, anscheinend ein bisschen mehr am Thema, weil du wusstest es vorhin auch, oder? Also, ich wusste, dass sie am Ende nochmal was versucht haben, aber ja. ja, was soll man sagen? Sie waren zu ihrer Zeit ja mit die Größten, kann man glaube ich so sagen. Wenn nicht die Größten, also auf einer Ebene, auf einer Stufe auf jeden Fall mit Charlie Chaplin auch, vom Erfolg her. Und bei uns in Deutschland ist es ja eher mit Dick und Doof gewesen und fand ich ein bisschen gemein immer, aber so ist es halt. Und ja, eine tolle Geschichte, es ist schön das weitererzählt und ich finde es auch schön, dass der Film wirklich die Geschichte erzählt, nicht von den ganzen Filmen und dann einen zuschüttet mit Filmausschnitten oder mit anderen Sachen aus den Filmen, sondern das ist einfach, ja, die kennt jeder, die hat jeder gesehen, aber jetzt erzählen wir das, was wirklich nicht jeder gesehen hat, was hinterher passiert ist. Und das find ich ganz arg toll und sehr, sehr gelungen auch in dem Film. Und auch die Hauptdarsteller, muss ich sagen, fand ich super passend. Oh ja, das war auch... Also ganz, ganz, ganz passend, das... Dass John C. Reilly da noch so hingebogen haben, ne? Aber Steve Coogan, da ja, brauchen sie nicht so viel machen, ne? Ja, aber bei Steve Coogan mussten sie nicht so viel machen. Auf der anderen Seite, bei dem musste der die ganze Mimik, diese Art und Weise der Bewegung, diesen ganzen Charakter einfach. Und den hat er so aufgesogen gefühlt. Das fand ich richtig, richtig stark. John C. Reilly sowieso richtig, richtig gut. Und das
Also für mich, ich habe sie als Kind schon immer sehr, sehr gern gesehen, Dick und Doof oder halt Stan und Ollie oder Laurel und Hardy, wie es auch gerne hieß oder wie es eigentlich auch hieß. Und deswegen, für mich war es wirklich so auch so ein Trip in die Vergangenheit, den ich echt genossen habe. Und ich habe jetzt tatsächlich auch nochmal Filme von denen auf YouTube, gibt es jede Menge davon, Filme von denen angeschaut und es ist einfach so witzig einfach immer noch. Es ist so banaler, einfacher Humor und ja, für die damalige Zeit war es der absolute Knaller. Heute haben wir natürlich, sagen wir so, ich will nicht sagen, früher war alles besser, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, zu einer Theateraufführung von Laurel und Hardy zu gehen oder zu Mario Barth, kennst du Klipse, dann wüsste ich, wo ich bin. Ah, apropos, wir gehen diese Woche zu Luke Mockridge. Der kann ganz gut sein. Ja, habe ich der Tabitha geschenkt damals zu ihrem Geburtstag letztes Jahr. Genau, das ist jetzt diese Woche. Ja, ja, Kate war ja auch mal mit. Nach langer Zeit mal wieder in der Sneak Preview. Deswegen werden jetzt beinahe vergessen, dich hier ins Gespräch zu holen. Haha, hast schon gedacht, du kannst dich hier zurücklehnen, nix ist. Oh, schade. Du bist ja nur ein ganzes Stück jünger, da. Wie hast du das überhaupt mitbekommen damals, die Filme im Fernsehen? So. Also ich kenne natürlich Dick und Doof, aber ich könnte jetzt nicht einen kompletten Film erzählen, um was es da ging. Ja? Ich weiß nur immer, dass irgendwie alle auf die Mütze gekriegt hat. Und ja, aber ich weiß nicht, ich finde auch diese, also wie der Chris schon sagt, so Dick und Doof, das finde ich so uncharmant. Ja? Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke und den Film so Revue passieren lasse, dann hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass das hier auch irgendwie Stan und Ollie oder Lauren Hardy heißen würde. Weil das Dick und Doof macht das schon so ein bisschen abwertend. Aber ich kenne die ein oder anderen Sachen. Ich kenne auch diese Tanzszene im Wilden Westen, die kommt ja auch mal kurz im Film. Ich kenne das schon, aber wie gesagt, ganzen Film erzählen, um was es da ging und mir Gags auch merken, das kann ich jetzt nicht. Ja? Also ich kann mich nicht aktiv erinnern, vor dem Fernseher gesessen zu haben und so einen Film geguckt zu haben. Aber ein Begriff ist es definitiv. Der Film jetzt, dieser neue Film, ist mega charmant. Also ich fand die Umsetzung richtig, richtig gut, also die Schauspieler richtig gut passend. Wie der Christian sagt, diese ganze Art und Weise, sich anzueignen, wie die gespielt haben und das dann so rüberzubringen, als würden da die echten Laura und Hardy vor dir stehen. Das muss man erstmal hinkriegen. Und auch grundsätzlich die Geschichte, also dass man diese Revival-Tour nochmal mit aufgreift, die ja, von der ja wirklich nicht viele wussten außerhalb Englands. Das fand ich jetzt einfach mal ein schönes Thema, als jetzt irgendwie einen alten Film von denen nachzudrehen oder die hinter den Kulissen, wie das da war, sondern diese Tour. Und auch abgesehen von den beiden Hauptdarstellern fand ich auch die Ehefrauen klasse. Also wenn man dann die auch mit Bildern vergleicht von den Original-Ehefrauen, war das auch sehr gut getroffen. Sehr, sehr charmanter Film, sehr süß, lustig, traurig. Aber schön. Ja, na gut, die Ehefrauen, die fand ich doch etwas eindimensional. Aber die beiden, die waren schon echt gut. Also die, Chris, was du vorhin noch sagtest hier wegen der Komik und so, wegen dem Humor, das sind teilweise auch ja ganz simple Mechanismen, die halt immer noch funktionieren. Ist egal, also was jetzt nicht sprachlicher Humor ist, ja, das ist so plötzliches Auftauchen oder Grimassen oder einfach Missgeschicke oder sowas. Das funktioniert halt immer noch, wenn irgendjemand was Kurioses passiert, dann lacht man ja irgendwie, ohne dass man was dafür kann. Gerade auch, das bringt es eigentlich sehr auf den Punkt, dieser eine Sketch, wo da diese zwei Türen sind und dann geht der eine zu der einen Tür rein und der andere kommt zur anderen Tür raus und sowas. Das ist so ganz simpel gemacht. Aber es funktioniert halt immer noch und das ist irgendwie, man kugelt sich da vor. Ja, aber das ist ja nicht nur, dass es witzig ist in dem Fall, sondern das ist auch, das hat was sowas mit Timing zu tun und, ja. und mit das ist wirklich Kunst eigentlich, weil die sind perfekt aufeinander abgestimmt, was das alles angeht. Die haben das perfekt im Griff und das ist auch das Schöne an dem Film. Das ist auch dieses, ja, es bleibt eine herrliche Hommage an wirklich dieses Duo.
wie die zusammen funktioniert haben und auch, dass in den Szenen wirklich keiner irgendwie dem anderen irgendwie noch groß die Show oder sowas klaut. Nee, es ist wirklich, die funktionieren am besten zusammen und die haben richtig gut zusammen funktioniert und das haben sie gesehen und das sieht man in dem Film auch, wie es am Anfang halt ein bisschen holprig ist, aber dann kommen sie doch wieder zusammen und das ist dieses Schöne einfach, dieses ja, einfach, man hat einfach ein richtig schönes Gefühl und dass auch nicht immer alles so ein wunderbares Hobbledy-Pop, wissen alles so lustig und so ist in der Branche, das, obala, das muss man halt auch mal festhalten und das, denke ich, ist auch ganz arg schön dargestellt. Also mir hat er wirklich, was das alles angeht, super gut gefallen, weil so viele schöne Szenen drin sind, es ist so viel Ehrlichkeit von den Charakteren mit drin und ja, das ist ein richtig, richtig gelungener Film. Ja, definitiv. Definitiv. Toller Film. Also, der hat auch so die ganze Zeit wieder zurückgebracht. Ich fand auch die Art, wie es gedreht war, auch irgendwie so ganz nett. Also, selbst wenn die dann zum Beispiel mal auf einem Schiff waren oder so, du hast halt gemerkt, so ganz dezent hast du gemerkt, ah, ist eine Kulisse. Es war halt so ein bisschen so wie, ja, wie früher die Filme gedreht wurden, so wurde auch dieser ganze Film gedreht. Das heißt, es wurde jetzt nicht modernste oder allermodernste CGI genommen, sondern man hat das dann teilweise, wie bei dieser einen Szene, wo man die beiden am Anfang sieht, wo die da tanzen und im Hintergrund. In der Westernstadt. Ja, genau. So ungefähr hat man das hier auch zum Beispiel bei dieser Schiffsszene gemacht oder so, so ganz bewusst, ne? So, ja, eben. Aber das fand ich halt auch schön, dass du diese Szene aus der Westernstadt, wo sie da tanzen, die da ihr typisches Rumgeplänzel und Gedingsel, dass man das auch nochmal so richtig schön sieht. Also toll, richtig, richtig toll. Schöner Film, ja. Stan und Olli. Jetzt gucke ich mal, was ich hier. Wisst ihr oder habt ihr eure Bewertung schon? Ich muss mal nachgucken. Ich glaube, 8 Punkte gegeben. Ah, ich habe 7 Punkte, sehe ich hier. Genau. Weil da war wieder dieses Typische drin, so wie. Ja, da liegt ein was zwischen uns, das heben wir uns aber ein ganzes Stück auf bis zum zweiten Drittel des Films, weil wenn wir es dann bringen, dann können wir noch ein bisschen Drama reinbringen und dann, genau, das ist so dieser Mechanismus, der mir nicht ganz so gefällt. Also das, hatte ich letztens mal einen Film gesehen, der hat es anders gemacht, da war ich sowas von überrascht, weiß wo es nicht mehr was war. Aber trotzdem, absolute Empfehlung von mir, also. Ich liege auch eigentlich eher so bei 7,5, also zwischen 7 und 8. Also ich liege auch bei 8 Punkten, weil die hat er absolut verdient. Wenn nicht sogar mehr. Ich habe mich noch gewundert, dass der John C. Reilly da nicht für einen Oscar nominiert worden ist, wenigstens als Nebendarsteller oder sowas. Tja, weil das ist eigentlich, der hat das auch so gut gespielt. Wahnsinn. Aber wahrscheinlich, nee, war ja ein britischer Film, ne? Obwohl, die können ja auch Nebendarsteller Oscar geht ja, ne? Naja, egal. Hat mich trotzdem gewundert. So, dann kommen wir mal zur 1000. Sneak Preview hier in Stuttgart, die morgen stattfinden wird. Wenn nichts alles schief geht. Wenn nichts noch dazwischen kommt, ja. Wenn nichts dazwischen kommt. Ja, wer weiß, was noch passiert. Bis morgen ist noch lang. 24 Stunden noch. 24 Stunden ab jetzt, wenn wir gerade auf die Uhr gucken. Also 24,5 eigentlich, wo wir gerade aufnehmen. Sneak 1000. Der Hinweis. Sneak 1000 ist der Tipp dafür, ist Schwedenbrücke. Und Kate? So. Das ist jetzt spannend. Da sind so viele Kommentare. Ich muss erst mal gucken, ob irgendjemand einen Film getippt hat. Weil wir haben massig Kommentare, weil sie da halt Stuttgart unterhalten hat. Es wird getippt auf Kaviar. Whatever das ist. Und Rebels. Mit einer belgischen Schauspielerin, die Chris so mag. Erik so mag. Und Louis Michel wird auch noch getippt. Nee, stimmt gar nicht. Da war nein, stopp, halt. Ich muss hier lesen, hier sind 1000 Kommentare. Die gab es zu 500 zum Sneak. Der Greta wurde noch getippt. Vielleicht zeigt man den nochmal. Greta, ja, das war's. Also Kaviar, Greta und Rebels. Ja, ich glaube, also bei Martin sein Kaviar kann man ja nochmal den Kommentar mit vorlesen. Der hat nämlich richtig rausgefunden, dass es in Wien eine Schwedenbrücke gibt.
Und dieser Film Kaviar, da steht es auch schon in der Filmbeschreibung mit drin. Mitten auf der Schwedenbrücke in der Wiener Innenstadt will der größenwahnsinnige russische Oligarch Igor eine Villa bauen. Doch seine Dolmetscherin Nadja, die gebürtige Russin ist und in Wien lebt, und ihre Freundinnen Vera und Theresa haben mit dem Schmiergeld ihre ganz eigenen Pläne. Also wird wohl offensichtlich dieser Film werden, weil das ist sehr, sehr naheliegend. Ich lese jetzt nicht alles vor, was hier steht. Ja, weil hier Schwedenbrücke, das passt einfach. Also wird es wahrscheinlich doch kein Film aus dem oberen Regal, sondern irgendwas von weiter unten, aber mal gucken, vielleicht ist er wenigstens gut. Ja. 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 Wer weiß. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Und gucken doch mal, was wir sonst noch so im Angebot haben hier an Filmen, die wir gesehen haben im Heimkino. Heimkino. Da, ja, Kate, fang du mal an. Ich mach Iron Sky dann danach. Der ist zwar ein bisschen neuer, aber macht nichts. Ich hatte ein bisschen High Action. Und zwar habe ich jetzt endlich, nachdem Erik den Film ja schon bereits letzten Sommer vorgestellt hat. Echt? Das ist schon so lange her. Ja, auf Sky. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Sendung 531 vom 16.09. gewesen. Ja, genau. So, und zwar habe ich jetzt auf Sky, den kann man da nämlich jetzt anschauen, den High Spaß Mac geguckt. Also M-E-G, Mac. Steht für Megalodon. So. Megalodon, so. Worum geht's? Es ist ein ganz großer Hai. Nein, worum geht's? Jason Statham spielt die Hauptdarsteller. Spielt den Hauptdarsteller. Er ist Taucher, heißt Jones Taylor und ist auch so ein bisschen Experte, was so Tiefseetauchen angeht. Und Es gibt so eine Forschungsstation, wo man den Marianengraben, glaube ich, untersucht. Und da gibt es die Theorie, dass das gar nicht der Meeresgrund ist, den man da bisher erforscht hat, sondern nur so eine Schicht aus, was weiß ich, irgend so einem Wolke-ähnlichem Gedöns, was man da aber eigentlich durchtauchen könnte. So, und um das zu erforschen, hat diese Station eben entsprechende Gelder gesammelt und so und haben dann auch alles vorbereitet für diese Expedition. Und das schaffen sie dann auch. Sie gehen da durch diese Wolke hindurch und treffen auf eine bisher unbetretene eine Schicht. Unterwasserwelt. Ja, eine Schicht, ja. Die einen abgetrennte. Ja, da sind ganz viele bunte Tierchen und Korallen und die man noch nicht kennt. Und dann plötzlich wird dieses U-Boot angegriffen von etwas, was man nicht direkt sehen kann. Und alles ganz, ganz mysteriös und auf dem Radar ganz, ganz groß. Und ja, wie sollte es anders sein? Es ist ein Hai-Film, es ist ein ganz, ganz großer Hai. Und dieser ganz große Hai schafft es, durch diese Schicht, diese Wolkenschicht mit durchzubrechen bei der Rettungsaktion der Kapsel. Und ist dann quasi auf freier See unterwegs. Und jetzt muss Jason Statham, ich hasse diesen Namen, das natürlich aufhalten und den Hai stoppen, bevor er sämtliche Menschen frisst im Wasser. Lustiger und spannender High-Action-Film, würde ich mal sagen. Gibt natürlich wesentlich bessere, es gibt aber auch wesentlich schlechtere. Mir hat der High-Film sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten auch einen kurzen Moment, wo ich gedacht habe, na, das kann doch jetzt nicht so das Ende sein. Und dann war es auch nicht das Ende, was schön ist. High-Action. Ich mag High-Action. Also, fand ich ein sehenswerter Film. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den so ganz so genau bewertet hatte. Yeah. Nicht so gut, ich fand den, glaube ich, so ein bisschen, ja, es war nicht so ein High-Film, den ich mag, der so ein bisschen quatschig ist, so ein bisschen B. Ja. Du hast ihm 5,5 Punkte gegeben. Der hat sich so ein bisschen zu ernst genommen und so und die, ja, das war dann irgendwie nochmal einen draufsetzen, ja. Und nochmal und so. Aber dafür, dass er sich ernst genommen hat, war er auch ordentlich genug. Also es gibt Filme, die nehmen sich wesentlich ernster und sind ganz, ganz grottig. Und der war wenigstens gut.
und durfte sich auch ein bisschen ernst nehmen. Ja, aber da war nicht lustig. Da war nichts Lustiges dabei irgendwie, wenn ich mich da recht erinnere. Ich meine, ich drehe einen Film über einen riesigen Mega-Hai, also ja. Heutzutage. Ich meine, die Zeit von so Filmen wie Der Weiße Hai oder sowas ist einfach durch da, glaube ich. Also das, wo man es wirklich ernst nimmt, so die Leute, um Gottes Willen. Also wenn ich sowas machen will, dann mache ich sowas. Ja. Und dann mache ich aber nicht so einen Film, wo da irgendwie so eine Schicht und das Beste ist ja, den Rucksack an Problemen, die Jason Statham da mitbringt, kann ich mich noch erinnern. Ja. Weil der hat ja da dieses eine U-Boot da verloren ja. Und ach, musste ja. Da Leute opfern und der will nicht mehr tauchen gehen. Und er wollte nicht mehr tauchen gehen und er ist aber der Einzige, der da noch der das ja. Vielleicht und wird dann zurückgeholt. Aber wie gesagt, es gibt auch wesentlich schlechtere Hai-Filme und dafür war das er wirklich. Will ich ja nicht absprechen, ja, das war. Deswegen sage ich ja, bei mir liegt er eher so im Mittelfeld. Ich bin da eher so ein Sharknado-Typ, weißt du, da kann ich mich kaputt lachen. Außer bei diesem letzten Teil, wo sie durch die Zeit reisen. Was mein Problem ein bisschen war, ich habe nicht ganz genau mitgekriegt, an welcher Küste der dann rumschwimmt. Aber es muss irgendwas. Das ist doch irgendwo Philippinen, Singapur, Korea oder so. Ja, da unten irgendwo. Irgendwie sowas in der Art. Weil wir waren ja mal in Südkorea, in Busan am Strand. Und die Asiaten oder ganz, ganz viele Asiaten, hauptsächlich die Koreaner, viele können nicht schwimmen. Das heißt, die gehen alle mit so Schwimmringen ins Wasser. Gehst dann hin und mietest dir den für den Tag und dann hast du den ganzen Tag und kannst mit dem Schwimmen gehen. Gehst halt nicht unter, ne? So. Und das Problem war an dem Film jetzt, war, dass die alle in diesen Schwimmringen auf dem Wasser alle nebeneinander waren. Da. Und ich mich direkt so zurückgesetzt gefühlt habe nach Busan, wo ich mit diesem Ring im Wasser rumdümpel. Und ich so, boah, fuck. Aber du kannst schwimmen. Also ich finde gerade die These, dass die nicht schwimmen können, ein bisschen... Nee, es ist wirklich okay. So, der Flo hat mir das erzählt, dass ganz viele Asiaten nicht schwimmen gehen und die deswegen mit diesen Schwimmringen raus ins Wasser gehen. Ist so. Ja, wurde mir von einem Koreaner oder von mehreren Koreanern... Ja, ist okay, ich hab's akzeptiert. Vielleicht heute ist das nicht mehr so, aber die Älteren oder die ältere Generation kann nicht schwimmen. Die Jungen mittlerweile... Deswegen lernt schwimmen, macht euer Seepferdchen. Ja. Dann, wenn auf mal, jeden Fall fand ich das sehr skurril, dann, wenn diese Szene kam und ich so, ich war auch mit so einem Schwimmring im Wasser. Das war witzig. Aber ja, nein, ich fand ihn gut. Mir hat er Spaß gemacht. Ich würde ihn wahrscheinlich sogar nochmal gucken. Ich glaube auf Sky oder so, wenn man jetzt nichts, also wenn das eh schon irgendwie bezahlt ist alles, wenn man jetzt nicht eine Disc irgendwie kauft oder irgendwas, dann kann man den schon mal gucken. Ich glaube, ich habe ihn auch programmiert für die Aufnahme. Ne? Ja, ich sehe deine Punkte, 7 Punkte. Ja, also mal ich sehen. War nicht enttäuscht. Mal sehen, was der Chris sagt, wenn er den geguckt hat. Ja, von dem, was ich gesehen habe, wahrscheinlich hänge ich jetzt schon bei 6. Ja. Och, aber okay. Come on. Tja, ich habe einen Film geschaut, nämlich Iron Sky The Coming Race oder Iron Sky 2 oder wie man den auch immer nennen möchte, den ich ja auch mit gecrowdfundet habe. Deswegen möchte ich bitten, meine Meinung und meine, ja, ein bisschen, ja, getrennt zu betrachten. Ja, ist vielleicht nicht ganz ungefärbt, da meine Meinung von diesem. Vielleicht kann ja dann mal jemand anders irgendwann, wenn der dann auch auf Sky kommt oder so von euch, den mal schauen und den mal ganz neutral bewerten, weil ich bin eh so ein Fan von dieser ganzen Iron Sky-Geschichte. Ich mochte damals diese Geschichte mit diesem Crowdfunding. Ich habe damals diesen ersten Clips da abgefeiert, die da gelauncht hatte, dieser Regisseur, und habe da bei dem ersten Teil schon eine kleine Summe mit über hingeworfen und jetzt bei dem zweiten, als es dann hieß, der kommt und der erste Teaser und man sah da irgendwie Hitler auf dem Dinosaurier, habe ich gesagt, okay, shut up and take my money. Genau, habe dann den mit gecrowdfundet. Ich habe es leider nicht ins Kino geschafft und diese Einladung, die dann auch kam, weil ich weiß nicht, welches Package ich da genommen hatte. Ich war auch irgendwie eingeladen nach Berlin oder sowas. Das war aber auch wieder zeitlich ungünstig. Ich habe jetzt auf jeden Fall da so einen Link zugeschickt bekommen, wo ich mir den mal angucken konnte, weil ich ja die anderen Sachen nicht geschafft hatte. Das habe ich dann auch getan und den gab es auf Deutsch und auf Englisch. Auf Deutsch hat er mir nicht so gefallen, deswegen habe ich gleich wieder auf Englisch umgeschaltet. Hier ist ja so, dass man da auch richtig schön diese deutschen Akzente so schön raushört da im Englischen. Und
Es geht jetzt darum, ich weiß nicht, wie sattelfest ihr und die geschätzten Hörer seid im Thema Iron Sky. Im ersten Teil wurde ja herausgefunden, dass ist ja so ein Mix aus Verschwörungstheorien, die da so ein bisschen nur, dass die Nazis auf der dunklen Seite des Mondes irgendwie überlebt haben und das dann auch irgendwie rausgefunden wird. Und jetzt hier in der neue Teil, der beginnt damit, dass quasi die Erde löscht sich selbst aus durch Atomkrieg. Und die jeweiligen Führer der jeweiligen großen Nationen, die begeben sich alle zu einem geheimen Stützpunkt in der Antarktis, wo sie dann das ganze Thema überleben, diese ganze Weltauslöschung, zusammen mit noch einigen Gehilfen dann halt, ne, damit sie sich da irgendwie abschotten können und irgendwie dann irgendwann das alles wieder neu aufbauen können. Und wir erfahren, dass die Menschheit oder ein Großteil der Menschheit hat sich auf diese dunkle Seite des Mondes geflüchtet vor dieser Weltzerstörung und lebt dort in zusammen quasi mit diesen Mondnazis, die werden auch so genannt, ja, zusammen mussten die sich irgendwie arrangieren da oben. Und plötzlich kommt eines Tages mal ein ganz so ein klappriges Raumschiff da oben an, die sagen, hey, wir sind hier Flüchtlinge von der Erde da aus Russland irgendwo und wir haben das hier zusammengebaut, um hier hochzufliehen. Und sie kommen dann auch noch drauf, ja, da kommt dann diese nächste Verschwörungstheorie, wo es auch einige gibt, die da so ein Zeug, nämlich die Hollow Earth Theory, dass quasi die Erde in eine Hole ist, wo irgendwie Leute überlebt haben und sagt dann halt irgendwie, ja, die Erde ist in eine Hole und die sind da reingeflüchtet und da gibt es jetzt mittlerweile eine neue Gesellschaft, die dort aufgebaut wird und unter anderem sind da die ehemaligen Führer da unten. Und ja, ich will gar nicht zu viel verraten, weil da sind noch so ein paar coole Sachen. Da gibt es noch so eine Sekte auf dem Mond, da will ich mal gar nichts verraten drüber, was die sind. Aber die haben auf jeden Fall noch eine sehr tragende Rolle. Und man begibt sich dann halt wieder auf die Erde und in diese Innenseite der Erde, in diese Hollow Earth, da in die hohle Erde rein. Und trifft dann halt auch auf die bisherigen Führer der Erde, die sich dort verschanzt haben. Da ist hier der Trump, der hatte doch mal so eine Gegenkandidatin da, diese eine da außen, Nebraska oder nee, wo war die her? Und da oben, wisst ihr, wen ich meine? Die mit der Brille da, diese ganz kruden Thesen immer hatte. Ja, ich weiß, wen du meinst. Moment, ich such's mal hier raus. Vielleicht steht das hier irgendwo drin. Sarah Palin, jawohl. Sarah Palin, genau. Ja, Sarah Palin, ja. Ansonsten, ach ja, genau, mein Liebling Udo Kier spielt auch wieder mit. Der spielt natürlich wieder Wolfgang Kurzfleisch. Auch alle so schöne Namen. Und dann sind dann in dieser hohlen Erde sind dann auch so Kim Jong-un und Margaret Thatcher und wie sie alle heißen und Hitler natürlich und sonst was. Und ja, sie wollen, ach ja, genau, das eigentlich ist, sie wollen ja, die Menschheit möchte von der dunklen Seite des Mondes wieder weg, aber sie haben ein Problem, weil sie haben keine richtige Energiequelle. Und dann gibt es so ein MacGuffin im Inneren der Erde, was dort Energie erzeugt, irgend so ein Kelch, der da so leuchtet, wo halt die innere Erde quasi so eine eigene Sonne erzeugt, damit die da unten leben können. Und das Ding wollen sie sich holen, damit sie selber oben die dunkle Seite der Erde, des Mondes verlassen können. Und man merkt schon, eine sehr, sehr krude Geschichte, aber ich habe das wieder so sehr abgefeiert. Ich habe mich so kaputt gelacht. Also da waren Sachen drin, was ich jetzt alles nicht verraten könnte. Da sind so lustige Dinger dabei. Dann teilweise auch so One-Liner und einfach so Sachen, die so fallen gelassen werden, so popkulturelle Referenzen und ach, da ist irgendwie alles dabei, bis hin zu irgendeinem alten Nokia 3310, was da gefunden wird, wo sie einen Snake spielen. Es ist einfach total herrlich. Also es macht einfach total Spaß und die Effekte sind richtig gut. Also beim ersten Teil waren sie ja noch so ein bisschen so, naja, man sieht schon, dass es Crowdfunding war, da geht noch einiges nach oben. Aber hier waren sie schon richtig gut, da gab es ein paar tolle Einstellungen. Gerade auch, wo dann zum Beispiel das Raumschiff dann so notlanden muss und dann so Bäume mitreißt und so. Das sah schon echt geil aus, wie damals, wo die Enterprise da unten so. Ja, ich kann's empfehlen, die vom ersten Teil, die sind wieder mit dabei, größtenteils. Die neuen Leute, die dabei sind, die machen total Spaß. Die Story hat mir Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich bin da extrem beeinflusst. aber ja, wer Iron Sky mag, wer so abgefahrene Geschichten mag, so im B-Movie-Stil mit total verrückten Sachen,
Dialoge, wo man sagt, what? das sind so Sachen dabei, die sind so abgefahren und verrückt. Da denkt man sich, oh, ist das jetzt gerade Rick and Morty oder was ist das jetzt gerade hier? Oder irgendwie Family Guy? Ja, sehr lustig. Also von mir, sollte ich da überhaupt eine Wertung geben? Ich gebe 8,5. Ja, hat mir so Spaß gemacht. Iron Sky, The Coming Race. Stand dein Name im Abspann? Ich habe tatsächlich dadurch, dass das hier so ein, das war hier so ein Screener-Link und ich konnte da nicht so richtig zurückspulen, das war irgendwie komisch da. Ich muss dann nochmal gucken. Also da liefen dann so eine riesenlange Liste in 4 oder 6 Spalten sogar, liefen Namen durch und ich denke mal, da stehe ich irgendwo mit dabei. Aber das ging zu schnell und da, wenn ich dann pause, das sah dann irgendwie komisch aus und dann, ja, ich muss da nochmal auf der Blu-ray, wenn die dann irgendwann erscheint, ich kann da gerade mal gucken hier. Ich mache gerade mal auf Amazon, vielleicht steht da schon irgendwie ein Erscheinungstermin, weil wenn das jetzt schon als Screener-Link für die Funder, vielleicht Iron Sky The Coming Race, hier haben wir's. So, derzeit nicht verfügbar. Dieser Artikel erscheint am 27. September 2019, also noch ein bisschen hin. Okay, tja, dann... Ja, abwarten. Okay, dann machen wir weiter mit den Filmstarts diese Woche und den Kinocharts von Stuttgart hier, wenn ich den Jingle finde hier. Kinocharts und Neustarts. Wir würden beginnen mit den Charts, wenn alles klar ist. Aber selbstverständlich. Okay. Platz 10, Dumbo 2019. Platz 9, Fighting with My Family, hat man das Sneak Preview. Können wir nochmal nachhören. Platz 8, Willkommen im Wunderpark. Das 7 müsste eigentlich der Chris vorlesen. Ja. After Fashion. Ist das so schön. Tessa Young ist ein braves Mädchen, wie es im Buche steht. Klug, wohlerzogen und mit klaren Plänen für die Zukunft. Platz 6. Als sie jetzt ins College kommt, lernt sie den Bad Boy Hardin Scott kennen. Tja, ja. Was ist das? Platz 6, der Fall Collini. Platz 5. Anwalt Kaspar Lein. Achso, Entschuldigung. Ah. Das ist nicht so relevant. Platz 5, Royal Corky, der Liebling der Queen. Platz 4, Monsieur Claude 2, den hatten wir auch in der Sneak. Ja. Platz 3, ein Film, um den ich einen großen Bogen machen werde. Glam Girls, hinreißend verdorben mit Anne Hathaway und Rebel Wilson. Platz 2, Pokémon, Meisterdetektiv Pikachu. Ja, habe ich leider immer noch nicht gesehen. Platz 1, immer noch, Avengers Endgame. Ich habe aber gelesen jetzt, Pikachu hat sich das Wochenende wohl sehr, sehr gut geschlagen. Ich meine, Avengers läuft jetzt schon eine Weile. Der hat wohl in einigen, ich glaube in den USA war das, hat er besseres Einspielergebnis als Avengers. Ja, Pikachu. Pika, Pika. Pikachu. So, und was läuft jetzt diese Woche an? Na, fange ich an? Okay. Ich dachte, es kommt noch Platz 1. Habe ich gerade Platz 1 verpennt? Nee, das war Avengers Endgame. Entschuldigung, ja. Ich fang gerne an. Greta. Psychologischer Thriller über die Verbindung zweier ungleicher Frauen. Mit Chloe Grass Moretz und Isabel Huppert. Habe ich einen Trailer gesehen, der ist echt gruselig. Isabel Huppert. Wenn ich dich mal grüße. Isabel Huppert. Ist damit Chloe eigentlich die Verbindung? Der ist doch Chloe Kratze Moretz. Verbindung zweier ungleicher Frauen, ist damit so ein Doppeldildo gemeint oder ist das was? Nein. Okay. Oh, komm mal. Alter. Oh. Liebe Hörer, jetzt wisst ihr, was bei Erik zu Hause ist. Wir haben ja einen Explicit Tag. So, The Silence im Horrorfilm des Annabelle-Regisseurs John Leonetti greifen mutierte Fledermäuse die Familie eines gehörlosen Teenagers an. Nur wer still bleibt, überlebt. Oh, ist eine ganz neue Story. Na ja. Total. Mit Stanley Tucci. Aber da sah der Trailer ganz gut aus, fand ich. Ja, dann haben wir A Breakthrough, Zurück ins Leben. Verfilmung der wahren Geschichte der christlichen Autorin Joyce Smith, deren Adoptivsohn nach einem Unglück im Eis wie von den Toten wieder auferstanden ist. Mhm. Mit Topher Grace. Jetzt kommt ein Film für dich, oder? Ist das, läuft er bei uns an? Wir,
Der Sommer, als wir unsere Röcke hoben und die Welt gegen die Wand fuhr. Eine Verfilmung über eine Gruppe Jugendlicher auf der Flucht vor der Monotonie. Immer wieder testen sie neue Grenzen aus und verlieren jeglichen moralischen Kompass. Keine Ahnung. Also auf dem Bild sind ein paar Naked Eyes zu sehen hier, deswegen. Aber kein Doppeldildo. Nee. Dann, The Sun is Also a Star. Ein Drama über Natascha und Daniel, die sich Hals über Kopf ineinander verlieben. Doch die beiden haben nur einen gemeinsamen Tag, denn Natascha muss das Land verlassen. Mhm. Das Familienfoto, der lief in einigen Sneaks, hat dort verheerende Kritiken bekommen. Was mir eigentlich, also wenn ich so gelesen hätte, hätte ich gedacht, na, also französische Tragikomödie um drei sehr unterschiedliche erwachsene Geschwister, die anlässlich einer Beerdigung wieder zusammenkommen, mit Vanessa Paradis in der Hauptrolle. Also von daher hätte ich mehr erwartet so von den. Aber gut. Oh, was haben wir? Anti-Porno. Kyoko, ein gelangweiltes Model, macht sich ihre Assistentin untertan. Ich sage jetzt nichts. Passiert das gerade wirklich oder bildete sie sich das nur ein? Ich sage jetzt nichts, was da zum Einsatz kommt. Nee, das sag ich mal lieber nichts. Ein Anime läuft noch an, vielleicht auch hier im Rahmen der Animationsfilmtage. Makia, eine unsterbliche Liebesgeschichte. Ja. Die Story ist dann auch Anime über eine unsterbliche Frau in ihren sterblichen Ziehsohn. Ah ja. Ja. Anime halt. Machen wir Once Again auch noch? Weiß nicht, indisches. Oder Der Boden unter den Füßen. Ich weiß nicht, ob das bei uns anläuft. Habe ich jetzt bei den Innenstadtkinos nicht gesehen in der Liste irgendwie. Ich glaube, das können wir überspringen. Ja, ich meine, das sind beides so ein bisschen Filme aus eher für uns ungewohnten Ländern, also Indien und Österreich. Aber auf der zweiten Seite Kulturen. Auf der zweiten Seite stehen noch zwei Filme drauf. Einmal Under the Tree, ein isländischer Film. Da geht es um so einen Baum, wo sich dann so Nachbarn drum streiten. Da sah der Trailer ganz witzig aus. Und ein Animationsfilm, wo ich auch überlegt hatte, ob wir da reingehen, weil das werdet ihr jetzt nicht kennen. Ihr kennt doch bestimmt den Zauberer von Oz, ne? Das ist dann ganz bekannt, ja. Die Geschichte. Ja. Und es gab einen russischen Autor, der hat sich diese Figuren so zugrunde gelegt und hat da das noch Ganze weitergeschrieben. Das heißt nämlich der Zauberer der Smaragdenstadt. Das ist eine ganze Buchreihe. Und die habe ich damals als Kind verschlungen, meine Kids auch. Also die Bücher habe ich jetzt noch, das ist eine Riesenreihe. Da wird nämlich diese ganze Geschichte noch so ein bisschen weiter. Da gibt es so diesen Urfin, der macht dann so eine Armee von Holzsoldaten, weil der kriegt da so ein Pulver eines Nachts, was Sachen zum Leben erwecken kann. Und dann schafft er sich so eine Armee Holzsoldaten, will in diese Smaragdenstadt einmarschieren, also da, wo der Zauberer von Oz ist und so weiter. Da ist aber mittlerweile ja schon der Scheuch und so, den es auch in der Originalgeschichte gab. Und das war sehr, sehr, sehr fantasiereich, sehr schön gemacht. Der Trailer sieht ein bisschen scheiße aus hier von dem Animationsfilm. Sieht nicht ganz so charmant aus, wie die Bücher sind. Die sind wirklich sehr fantasiereich und gut. Ich habe mich schon immer gefragt, wann die das mal verfilmen. Aber ja, nichtsdestotrotz, vielleicht gehen wir da mal rein, wenn der hier irgendwo anläuft. Dann, weil, wie gesagt, meine Kids, die haben die auch alle gelesen oder lassen sich vorlesen von mir. Also, Urfin, der Zauberer von Oz. Ja. Okay, dann sind wir durch mit den Neustarts und mit den Charts. Ist ja einiges dabei und ja, das Wichtigste ist aber nächste Woche die Sneak Preview. Mal gucken, was uns da erwartet. Und ja. Im Bereich von Neuigkeiten nehme ich hier. Da mal rein. Sneak Preview. Da habe ich hier einen Trailer mal reingeschmissen gehabt. Entschuldigung, von diesem Tal der Skorpione. Da hatten wir, glaube ich, letzte Woche off-air schon mal drüber erzählt gehabt, weil da kam sehr viel Material von der Filmfirma, die das produziert hat. Und jetzt haben sie dann auch den Trailer gelauncht letzte Woche und startet am 20.06. Spielen ein paar bekannte Leute mit, zumindest die man hier in Deutschland kennt, zum Beispiel Ralf Richter, der ja bei Bang Boom Bang zum Beispiel mitgespielt hat, dann irgendwie Mathieu Carrière kennt man auch und etliche so vom Sehen her kennt man die so als Nebengeschichten und es ist eigentlich so dieses typische Running Man, dieser Battle Royale Film, so eine Insel irgendwie, wer zuletzt überlebt, ne? Habt ihr da reingeguckt in den Trailer? Ja. Ja. Sieht irgendwie ganz witzig aus, würde ich gerne das Sneak mal mitnehmen.
Ich habe was Ähnliches vorher gesehen, dass ich in den Mülleimer geguckt habe. Da gab ähnlicher Trash rum. Eieiei. Ja, das ist schon, aber okay. Ist schon trashig. Aber haben wir einen Interviewtermin mit Michaela Schäfer? Nee, wolltet ihr doch nicht, oder? Ich dachte, du wegen Doppeldildo und so. Also. Hä? Nee. Hä? Die hat einen im Repertoire, ganz sicher. Ich finde die furchtbar. Ganz schlimm. Ich finde die total furchtbar. Ja. Naja. Auf jeden Fall den Trailer werde ich mal. Ach, Martin Semmelrock ist auch noch mit dabei, genau. Den mag ich ja total. Den würde ich gerne in der Sneak sehen. Das ist jetzt nicht so das alleroberste Regal. Das ist schon so ein Film, der mal in der Sneak kommen könnte. Ich glaube, da kann man Spaß haben. Was mich ein bisschen wundert, also der Film. Originaltitel ist Breakdown Forest, also offensichtlich ist er irgendwo im Ausland oder hat er ausländische Produktionsfirmen mit drin. Geht übrigens 132 Minuten, also über 2 Stunden. Ja, mal gucken. Also Tal der Skorpione. Dann hatte ich noch eine News letzte Woche bekommen gehabt, nämlich Netflix, was ja hier auch ab und zu mal Thema ist und später auch in der Serienrubrik. Netflix wird demnächst einen besseren Sound freischalten und da handelt es sich nämlich um Dolby Atmos, den man dann auch zu Hause erleben kann, wenn man entsprechende Endgerätetechnik hat. Ja, wer hat es nicht zu Hause? Sein eigenes Dolby Atmos-System. Ja, gibt schon einiges, die da zertifiziert sind. Gibt es teilweise sogar Smart TVs. Ja, es gibt die, Soundbars. Ja, das ist gut, Soundbars taugt nicht so viel da, aber. Also musst du schon sehr, sehr gute nehmen. Also die 100-Euro-Plan, die man da so zu kaufen kriegt, was sich auch schon Soundbar schimpft, ne? Also da muss man schon was Ordentliches nehmen, ne? Dann passt das, ja. Hat natürlich auch hauptsächlich was mit der Bitrate zu tun, die dann eben 768 Kilobit pro Sekunde sind für Sound, was eine ganze Menge ist. Also wenn man sich überlegt, zum Beispiel so irgendwie MP3 geht ja, hat man so maximal so mit 320 Kilobit pro Sekunde und hier hat man dann schon mehr als das Doppelte an Soundinformationen, um die ganzen Kanäle zu bedienen und ja. Also wenn ich Dolby Atmos haben möchte, gehe ich ins Gloria 2. Da kannst du auch keine Netflix-Serien gucken. Du weißt doch du nicht. Vielleicht miete ich das Kino für mich und schließe meinen Laptop an. Kannst du auch machen. Ja, dann ein was haben wir noch. Jetzt müssen wir mal gucken, was das so für einen Einfluss dann hat, so aufs Innenstadtkino und so. Aber ich glaube, die werden sich nicht so viel gegenseitig wegnehmen. Denn es gab eine News, die weltgrößte Kinoleinwand kommt nach Leonberg. Da wird nämlich jetzt ein IMAX-Center gebaut. Das soll 2020 schon eröffnen, also sprich nächstes Jahr schon. Jetzt wahrscheinlich dann rechtzeitig irgendwie spätestens zum Weihnachtsgeschäft. Und ja, die IMAX-Kinos, die es so in den verschiedenen Städten gibt, also hauptsächlich in den großen Städten gibt es ja IMAX-Kinos und in Nürnberg. die laufen ja eigentlich ganz gut und gerade wenn man so richtige Kracher schaut, das macht bestimmt richtig Spaß dann so IMAX. Dann jetzt ist dann die Frage, wie sehr dann hier die anderen Kinos kannibalisiert werden, obwohl Leonberg ist ja schon ein bisschen weiter draußen, ist ja nicht in der Innenstadt. Ja, mal gucken. Ja, vielleicht reizt mal mich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. IMAX? Warst du schon mal in einem IMAX? Ja, war ich, also aber. Ich fand es schon saugeil. Schau nicht extra nach Leonberg, um einen Film. Also weil teilweise, die sind ja auch in einem anderen, die sind ja auch anders gedreht. Die haben ja auch eine wesentlich höhere Auflösung. Also es ist schon krass gewesen, so der Unterschied, wo ich damals, welchen Film ich da gesehen hatte. War schon heftig, ja. Da warten wir mal ab. Nee, sonst Innenstadtkinos ist gebongt, aber ja, wäre halt, einerseits wäre es so für den reinen Kinobesuch besser gewesen, wenn es näher dran gewesen wäre in der Innenstadt. Andererseits ist es natürlich günstiger jetzt für unsere Lieblingskinos hier, dass das ein bisschen weiter draußen ist, dass eben viele sagen, ach, deswegen fahre ich nicht extra da raus. Ist ja auch dann noch teurer, IMAX. Ist ja dann, muss man dann richtig in die Tasche greifen, ja. So, jetzt haben wir noch ein paar Serien für euch, damit ihr gleich erfahren könnt, ob sich der neue Netflix-Ton lohnt. Serien. So, okay, du hast 2. Dann fangen wir mit der ersten an, dann mache ich meine. Ich fange an mit einer brandneuen Serie, die am Freitag gestartet ist. Und zwar heißt die The Society. Ich fand den Titel erst ein bisschen abschreckend, weil ich erst gedacht habe, geht's da wieder um irgendwelche reichen Kids? Bis ich dann den Trailer, den ersten, gesehen habe und ich dachte, den muss ich auf die Watchlist setzen. Denn es geht um eine
Stadt, eine, sagen wir mal, eher wohlhabendere Stadt, irgendwo in den USA, wo plötzlich alle, es gibt einen seltsamen Geruch in der Stadt, den die nicht loswerden. Und alle sind schon mega genervt. Und damit die Eltern in Ruhe oder die Erwachsenen in Ruhe danach gucken können, wird es zusammen mit einem Schulausflug kombiniert. Ne? Entschuldigung, wenn ich gerade lachen muss, Kate. mit dem Geruch in der Stadt. Das ist wie wenn der KSC zum Auswärtsspiel beim VfB antritt. Super. Alle Kinder, die älter sind wie 16 oder Jugendlichen, die älter sind wie 16, gehen auf einen Schulausflug. Die wollen in Yosemite Park, National Park, glaube ich sogar. Die Eltern wollen sich in der Zeit um alles kümmern. Ne? Also, dass dieser Gestank loswerden, wo kommt der her, etc. pp. Problem dabei ist, es kommt ein riesen Unwetter runter und während der Fahrt, irgendwann pennen die dann halt ein alle und als sie wieder aufwachen, sagt der Busfahrer ihnen, ja, die Straße war überschwemmt, wir mussten umdrehen, wir sind wieder zu Hause. So, die Kids steigen alle aus und ganz verwundert und merken auch irgendwie, dass die Stadt so leer erscheint und so traurig erscheint, ja. Denken sich aber erstmal nichts dabei und gehen alle so Richtung ihrer Heimat, also ihre Häuser nach Hause. Und am nächsten Morgen fangen sie alle an, sich gegenseitig zu schreiben, weil sie immer noch alleine sind. Ihre Eltern sind nicht da, ihre Geschwister sind nicht da, es sind nur noch die Kids da, die eben auf diesem Ausflug gehen sollten. Alle anderen sind verschwunden. Dann geht es darum, was ist denn jetzt los? Also wie kann das sein? Wo sind alle hin? Man versucht dann rauszufinden, was passiert ist. Und will erstmal aus der Stadt rausfahren in Richtung anderer Städte. Problem dabei ist, dass die Straßen plötzlich aufhören. Also egal, ob es stadteinwärts oder stadtauswärts, die Straße endet oder die Zugverbindung endet plötzlich. Chris, Silent Hill, oder? Es ist nur... Ja. Es ist plötzlich nur Waldgebiet um die Stadt herum. Zudem gibt es kein Internet mehr. Also sie können alle in um Himmels Willen, das Schlimmste sagst du zum Schluss. Ach du Scheiße. Ja. Kein Internet mehr, also sie können nichts mehr googeln. Es gibt kein Radio, kein Fernsehen, nichts. Als ob die Welt nicht mehr existiert und nur noch diese 200 Kids. So. Und jetzt geht es halt darum, was macht man. Ja. Erstmal wird eine riesen Party geschmissen. Dann werden die Läden natürlich ausgeplündert, weil sie ja alles essen wollen und trinken wollen und irgendwann ja, denken halt nicht nach. Und dann gibt es halt so eine Gruppe Teenager, angeführt von der Ältesten der ganzen Gruppe, die nämlich durch Zufall da war und ihre Schwester begleitet hat, die eigentlich schon aufs College geht, die so das jetzt mal die Stimme ergreift und sagt, stopp mal, Leute, wir müssen erstmal rausfinden, was hier los ist. Wir können hier nicht wüten wie alle, wie bescheuert, ja. Wir wissen nicht, wie lange das hier andauert. Wir müssen mal ein bisschen nachdenken, ja. Und dann geht es halt darum, wie baut man sowas auf, ja. Wie kriegt man die Meute unter Kontrolle, ja. Wie hält man die Stadt sauber und vor allem, was ist überhaupt passiert, ja. Und das Ganze wird in 10 Episoden erzählt. Die Folgen gehen knapp eine Stunde. Ich habe mich kurzzeitig erinnert gefühlt an Under the Dome. Ja, und an diese alte Serie, die wahrscheinlich außer mir keiner kennt, The Tribe. Da gibt es nämlich auch immer eine Welt ohne Eltern. The 100, bloß dass hier 200 sind. Ja, auch ähnlich und dass die nicht, dass die halt auf die Erde verbannt wurden. Es gibt dann verschiedene Theorien, was passiert ist. Paralleluniversum ist mit im Gedächtnis dann, dass Gott sie auserwählt hat und das kommt nur ganz kurz und sie die einzigen Lebenden auf der ganzen Erde sind, ja, weil sie einfach nochmal von vorne anfangen sollen. Also es gibt so ein paar Theorien. Eine der Theorien wird relativ am Ende auch indirekt bestätigt, was ich sehr geil fand als Cliffhanger für die nächste Staffel. Es ist sehr überraschend teilweise. Ich hab schon Angst gehabt, dass es so in so eine Teenie-Scheiß-Richtung abdriftet. Aber das geht.
Ja, es geht halt um Machtgehabe, es geht um, die Reichen wollen alles und es ihnen ist egal, was die anderen so machen, was das normale Fußvolk so macht. Dann geht es darum, irgendjemand muss das Sagen haben, dann wird irgendwie ein Komitee gebildet oder nicht und diese ganzen Sachen. Ja, wie gesagt, auch so ein bisschen wie nach The Walking Dead, also bei The Walking Dead, eine Zivilisation wieder aufbauen. Ja, so ein bisschen ohne halt ohne irgendwelche Untoten, die rumrennen. Fand ich ehrlich gesagt richtig cool. Ich habe wirklich Lust auf eine zweite Staffel. Es kann sein, dass ich die Einzige bin, mal wieder, die das gut findet. Weil es sind halt lauter Teenager auf einem Haufen. Teilweise aber auch mit guten Gedanken und mit cleveren Gedanken. Ich fand sie echt gut, die Serie, muss ich schon sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe eher gedacht, die geht in so eine Richtung wie Riverdale, so ein richtiges Teenie-Gedöns. Ja, aber nee, tut sie nicht. Kann ich nur empfehlen. Ich habe sie in einem Rutsch durchgeguckt, die Serie. Reizt mich jetzt gerade nicht so. Nee. Vielleicht, vielleicht, wenn wir die mal als Hausaufgabe kriegen für den Serienpodcast, da muss ich dann mal reingucken, aber so jetzt, nee. Nee, meins nicht, Chris, deins? Nein, sag einfach Musst nein. aber lange überlegen. Nein. Okay, dann rede ich mal über Afterlife. Oder Afterlife, die Serie. Die ging ein bisschen an mir vorbei, obwohl ich ein großer Fan von Ricky Gervais bin. Ich wusste zwar, dass es die Serie gibt, aber ich habe irgendwie gedacht, ja, warte mal und du guckst dann mal und so und irgendwie hätte ich so fast, fast wäre die ganze an mir vorbeigegangen, aber ich habe jetzt doch mal für den Serienpodcast da reingeschaut und es geht darum, Ricky Gervais, man kennt ja so seinen Humor teilweise von seinen Sketchen, von seiner Moderation der Golden Globes, von seiner Serie The Office oder was er sonst so macht. Ich folge ihm ja auch auf Twitter, da lässt er auch manchmal übelste Sachen ab und er beteiligt sich dann ja auch in den Diskussionen, die teilweise unter seinen Sachen entstehen und so. Und hier spielt er einen Mann, wo wir ganz am Anfang erfahren, dass ihm seine Frau ein Video aufgenommen hat im Krankenhaus. Nämlich, sie ist sterbenskrank und sie hat ihm da so ein Video aufgenommen, wo sie so ein bisschen so ein paar Worte noch an ihn richtet. Und als er dann seinen Laptop zuklappt, sehen wir, okay, er ist alleine, ist offensichtlich ist sie schon weg und wir erfahren das auch gleich. Also, er sagt dann auch, sie ist nicht mehr da und er versucht jetzt halt damit gerade klarzukommen und er. Ja, schwankt am Anfang sehr stark so zwischen Selbstmordgedanken hin und her und so einem Weltschmerz, Hass auf alles. Und am Anfang ist halt so, die Leute um ihn rum, die ertragen das halt noch irgendwie, weil die wissen, was er durchgemacht hat. Und später dann, er muss dann halt irgendwie langsam aber sicher dann wieder mit seinem Leben klarkommen und irgendwann nehmen die Leute das ihm auch nicht mehr so einfach ab, dass er jetzt immer noch so drauf ist. Und er sagt sich dann, hey, ich versuche jetzt mal irgendwie mein Leben so zu leben, wie ich es will. Also ich lasse mir jetzt von niemandem mehr da so reinreden. Wenn mir irgendjemand dumm kommt, dann komme ich dem aber auch dumm, weil wenn es alles gar nicht mehr läuft, dann habe ich ja immer noch den Plan B, dass ich mir das Leben nehme. So, das ist so seine Lebenseinstellung. Und das zieht er halt auch durch. Das Problem ist nur, er hat einen Hund. Und jedes Mal, wenn er sich so das Leben nehmen wollte, da kam der Hund an, hat ihn irgendwie ganz lieb angeguckt. Das eine Mal wollte er Futter, das andere Mal wollte er raus und so weiter. Und dann hat er es nicht übers Herz gebracht, dann, dass er quasi sich vor seinem Hund das Leben nimmt und der Hund dann irgendwie, und ich weiß, wie es dem dann ergeht, was dem passiert, ja, wann er jetzt gefunden wird und so. Und dann kommt er halt wieder so ein bisschen wieder in sein Leben rein. Er behält natürlich immer noch seine knochentrockenen Kommentare und er arbeitet bei so einer kleinen lokalen Zeitung. Das ist wirklich so ein winzig kleines Kaff, wo er lebt, wo auch irgendwie so gefühlt jeder jeden kennt. Und sein Schwager ist auch der Chef von dieser Zeitung. Das ist aber jetzt keine Zeitung, wie ihr euch das jetzt vielleicht vorstellt, sondern das ist so ein kostenloses Werbeblatt, wo halt so ein paar
Geschichten drinstehen, wie, was weiß ich, Katze vom Baum gerettet oder irgendwie ein Mann hat einen Fleck an der Wand, der aussieht wie George Michael oder irgend sowas. So kleine lokale Geschichten, weil mehr passiert da halt auch nicht und irgendwie so Berichte, die niemandem wehtun und zwischendrin halt irgendwelche Anzeigen und die wird halt kostenlos verteilt, die Zeitung in dem Sinne. Ja, die Leute, die dort arbeiten, die Darsteller sind absolut großartig. Also jeder einzelne von den Nebencharakteren, die man am Anfang nur so teilweise mitbekommt, hat schon fast so ein bisschen Office-Style. Also die, wie in der Serie, dass die Nebencharaktere dann, die hauen einen teilweise um, dann kriegt er mal so ein bisschen mehr Screentime und dann erfährt man, was dahinter ist und so. Und ja, wir sehen ihn dann, wie er so ein bisschen durch sein Leben durchstolpert, wie er einfach so völlig unbefangen mit seinem Leben versucht klarzukommen, wie er wirklich schonungslos offen mit Leuten umgeht, weil er ja irgendwie so gefühlt nichts mehr zu verlieren hat. Wie er dann aber feststellt, dass gerade so diese offene Art, die er hat, eigentlich auch bei einem bestimmten Menschenschlag sehr, sehr hilfreich ist. Und es ist jetzt bei Weitem, also das ist jetzt nicht so eine witzige Comedy-Serie wie The Office, sondern es ist so eine Serie, die wirklich zwischen starkem Drama, also man muss hier teilweise auch heulen bei der Serie, aber andererseits muss man sich auch wieder so dermaßen kaputt lachen bei der Serie. Also diese Dynamik ist absolut großartig, die hat. Das sind gar nicht so viele Folgen, gibt es komplett die erste Staffel auf Netflix und sollte man sich anschauen. Also vergebe da eine absolut hohe Wertung. Also bei mir hat das irgendwie über 9 Punkte. Denke ich mal. Ich werde das auch im Fortsetzung folgt dann nochmal ausführlich besprechen. Ich kann es nur absolut empfehlen. Man muss natürlich so ein bisschen mit diesem Humor von Ricky Gervais so ein bisschen warm werden, mit dieser insgesamt mit seiner Lebenseinstellung, die er hat, weil er verstellt sich da auch nicht als Person, weil so wie er dann handelt, dass er mit Leuten spricht, genauso ist er wahrscheinlich auch so, jetzt wenn man sein Twitter-Sachen liest oder sowas. Also er ist halt Atheist, er glaubt halt da nicht an irgendwas und wenn ihm da irgendjemand kommt, so von wegen ganz salbungsvoll, ja, dann hat er da auch die entsprechenden Antworten parat und er spricht dann halt auch irgendwelche Drogenabhängige an, ob sie ihm Stoff besorgen können und sonst. Also extrem coole Serie, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich freue mich jetzt absolut auf die zweite Staffel. Ich habe die erste wirklich in einem Rutsch hier irgendwie durchgeguckt mit nur wenigen Nächten Unterbrechung. Afterlife, absolut empfehlenswert von mir. Ich habe mal unten so einen kleinen Link hier bei uns ins Dokument rein gepostet, wo mal so das schön beschrieben ist. Spoilerfrei. Könnt ihr euch mal durchlesen, ob das was für euch ist. Und jetzt hat die Kate noch eine Serie, nämlich Dead to Me, wo ich auch ein paar Folgen gesehen habe. Mal gespannt, was genau, du sagst. Genau, bisschen ähnliche Geschichte wie gerade eben bei Afterlife. Nicht vergleichbar. Nur, ich habe beide gesehen, nicht ja, vergleichbar. Ja, natürlich nicht vergleichbar. Aber auch hier stirbt ein Ehepartner. Und zwar spielt Christina Applegate mit. Sie ist die Hauptdarstellerin und hat bei einem Autounfall, bei dem, also sie war jetzt nicht beteiligt, sondern ihr Mann wurde von einem Auto angefahren und am Straßenrand liegen gelassen. Also der Fahrer ist flüchtig gewesen oder ist flüchtig und ist dabei gestorben. Und sie lebt jetzt in ihrem Haus, sie ist Maklerin, zusammen mit ihren beiden Kindern und muss damit jetzt irgendwie klarkommen. Ja, und macht das aber auf eine relativ charmante Art und Weise. Sie geht dann auch zu so einer Selbsthilfegruppe, wo sie dann eine junge Frau kennenlernt, die so ein bisschen eigentlich so das totale Gegenteil von ihr ist. Die ist total lebensbejahend und immer positiv und fast schon aufdringlich nervig. Die wird gespielt von Linda Cardellini oder Cardellini, weiß nicht, wie man es ausspricht. Und die zwei ungleichen Frauen werden Freundinnen. Die man ja kennt und aus Avengers Endgame zum Beispiel. Zum Beispiel oder aus Emergency Room. ja, und die werden Freundinnen. Das Problem ist, dass hinter dieser Freundschaft noch ein bisschen mehr steckt, als am Anfang der Schein ist. Mehr darf ich dazu gar nicht sagen, weil sonst ist alles gespoilert. Ich fand die Serie ganz gut. Also ich habe sie komplett durchgeguckt, in einem Rutsch auch wieder. Es war jetzt keine Comedy, es war aber auch keine komplette
komplettes Drama. Es war so eine Mischung aus beidem. Es war mal witzig, mal traurig, mal spannend. Also die Christina Applegate, die versucht halt auch immer wieder rauszufinden, wer der Fahrer des Autos war, und geht der Polizistin total auf den Wecker, und jedes Mal, wenn sie da durch die Stadt fährt und irgendwo ein Auto mit einem Frontschaden sieht, schreibt sich das Kennzeichen auf und meldet es dann bei der Polizei. Oder wenn sie einen Raser in der Stadt hat, in der Straße hat, dann meldet sie den auch sofort, weil das könnte ja der sein, der ihren Mann überfahren hat. Und ja, und sie schlägt sich halt so mit, auch mit so alltäglichen Problemen rum, mit diesem typischen, wenn du irgendwas brauchst und ich kann mich gar nicht in deine Lage versetzen, so diese typischen Sprüche, da muss sie sich mit rumschlagen. Ja, sie hat auch eine spezielle Art, selber zu trauern und dann auch mit ihren Kindern klarkommen, mit ihrer Schwiegermutter. Und ja, ihre neue Freundin versucht ihr dabei ziemlich zu helfen, die aber auch ein eigenes Päckchen noch zu tragen hat. Ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. Ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, beim Erik habe ich jetzt so rausgehört, nicht ganz so. Aber ich weiß nicht, ob du es bis zu Ende geguckt hast. Nee, ich habe es nicht bis zu Ende geguckt. Ich habe dann erstmal andere Sachen geschaut. Deswegen, also auf jeden Fall noch hier auf meiner Liste da. Das ist bei Netflix, ich meine, du kennst das wahrscheinlich, diese Liste da, ne? Das ist ja, dass man die nicht mal ein bisschen sortieren kann oder irgendwas. Das ist totaler Müll da. Nervig, das sollte man irgendwie mal wie bei Amazon so Listen anlegen können, wo man einfach mal sagt hier, weil ich packe ja auch viele Sachen irgendwie auf die Liste, die man hier für Fortsetzung folgt, zum Beispiel schauen müssen und so, und die sind dann irgendwie noch drauf und es wird ja immer mehr. Und vor allem, die sortiert sich dann immer mal um. Das ist jetzt nicht irgendwie chronologisch oder so. Das ist jetzt das, was ich zuletzt drauf habe, ist ganz oben, sondern das ist alles irgendwie bunt durcheinander. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Liste, da steht ganz oben The OA. Warum auch immer. Mhm. Keine Ahnung. Und Black Mirror. Ist auf meiner Liste. Es wäre cool, wenn die Liste wenigstens so zu sortieren ginge, dass die Sachen, wo man noch Folgen offen hat, die man noch nicht gesehen hat, dass die wenigstens ganz oben wären. Kleiner Hinweis an Netflix hier. Wie haben dir denn die Folgen, die du gesehen hast, bis jetzt gefallen? Ja, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil es ist ja... man guckt das ja und du weißt aber, da gibt es ja dann teilweise so Cliffhanger, sag ich mal. Und man will ja dann schon wissen, irgendwie denkt sich, okay, jetzt möchte ich mal wissen, wie es weitergeht. Ich habe so ein Bedenken, ich hatte es vorhin schon bei dem anderen Film ja, wo irgendwas Unausgesprochenes zwischen zwei Personen steht und dann irgendwann mal, wenn es gerade so ins Drehbuch passt, irgendwie ganz, ganz spät irgendwie, wird es dann enthüllt und du kannst dir denken, was ich meine. Ja, klar. Und da habe ich ehrlich gesagt die Befürchtung davor, nachdem ich irgendwie so die, ich glaube bei der zweiten Folge am Ende war das, wo man das erfährt. Wenn ich Zeit finde, dann gucke ich da noch weiter. Ja, aber da kommt ja noch viel mehr. Sie erfährt auch Dinge über ihren verstorbenen Mann, von denen sie keine Ahnung hatte. Ja. Welche das Trauern noch schwerer machen oder sogar sie noch mehr in die Trauer ziehen. Also so eine Mischung, ja, aus ich bin total verzweifelt, aber oh Gott, ich hasse diesen Typen. So, das ist so eine Mischung aus allem. Und dann eben diese Freundschaft mit Judy, heißt sie, die ja auch sehr seltsam ist am Anfang und wo man dann auch nach und nach erst erfährt, warum ist sie so. Aber ihr aber auch eine unglaublich gute Freundin ist, ja, der Jen. Und ich finde, der Vorteil an der Serie ist, sie hat 10 Episoden und eine Episode geht 25 Minuten. Das ist zack, durchgeguckt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich finde es fast schade, dass es nur eine Staffel gibt. Ich hätte direkt weiter gucken können. Ja, aber kann man reingucken, kann man anschauen. Cliffhanger am Ende der Staffel ist meiner Meinung nach sehr geil. Ja, ich guck mal noch weiter dann. Klar. Ich räume jetzt gerade hier meine Liste auf, ey. Was da hier für Zeug drin ist. Du und deine Liste. Thrilling Adventures of Sabrina, weg damit. Hey. Da habe ich eine Folge geguckt, fand ich nicht gut. Santa Clarita Diet, weg. Da gibt es jetzt die dritte Staffel, da muss ich auch noch rein. Ja. Wie auch immer. Danach hört es auf. Aber Afterlife, Chris, für dich auch mal eine Empfehlung. Ja, danke. Guck da mal rein. Dead to Me ist eher die Frauenversion davon. So eine krasse, direkte Form von Humor und so.
Ja. Okay. Also drei gute Serien, alle auf Netflix verfügbar. Menschenskinder sind wir heute. Zumindest eine gute Serie. Drei gute Serien. Jo, im Briefkasten ist leider nichts. Briefkasten. Der Spabella. Nix drin, nix geschrieben. Ist halt sehr, sehr speziell gewesen, der Film letzte Woche. Mit der Geheimnis eines Lebens. Hm. Dafür läuft die Episode mit Avengers Endgame umso besser, je weiter wir vom Starttermin wegrücken. Wahrscheinlich hatten viele doch ein paar Bedenken, dass eventuell Spoiler enthalten sein könnten. Und haben vielleicht erstmal zur Sicherheit nicht reingehört, aber mittlerweile läuft sie gut. Aber gibt es auch keine neuen Kommentare dort. Hm. Was haben wir denn noch so im Programm hier? Nicht mehr so viel, ne? Nichts mehr. Dann gucke ich mal bei Amazon rein, was da so letzte Woche bestellt worden ist. Über unsere Affiliate-Links. Damit könnt ihr ja den Kinocast hier unterstützen. Ah, ein was können wir vielleicht nachher noch hier, unser Fotoshooting können wir vielleicht mal ansprechen. Aber ich mache es mal. Amazon habe ich jetzt gerade angefangen. Vielen Dank an alle, die sich jetzt hier wieder erkennen mit ihren Bestellungen. Die sind auf jeden Fall hier gelockt bei Amazon. Nämlich Injustice, Götter unter uns. Zwei Bände, das ist wahrscheinlich ein Comic, warte mal. Ja, ein Comic. Das Comic zum Videogame. Hit. Ah. Hit. Batman steht auf dem Ding drauf. Batman, Graphic Novel, dann Hannibal, Meriadec und die Tränen des Odin. Was sind das? Ach, auch ein Comic? Gebundenes Buch. Ein gebundenes Buch ist es. Dr. Beckmanns Fleckenteufel Rost, Dr. Beckmanns Fleckenteufel Fetthaltiges und Soßen, Dr. Beckmann Fleckenstift, ja. Also da hat jemand richtig Sauerei gemacht und will jetzt hier so braucht jetzt Dr. Beckmann aufräumen mit verschiedensten Mitteln. Eine Prost. Curaprox Handzahnbürste, Dreierpack, Soft, Ultrasoft, oh. Ja, jemand ganz soft, ja. Ultrasoft. auf dem Bild bei Amazon ist so eine Frau, die so ganz lasziv diese Zahnbürste hält und da so einen Kussmund in die Richtung von der Zahnbürste macht. was ist das hier? Ein Wechselrahmen für eine Dell-Festplatte, eine warte, jetzt habe ich mich verklickt hier. Ein Phone-Ladekabel. Was ist denn das für ein Phone? Ist das ein iPhone? Ja, tatsächlich. Ein iPhone-Ladekabel von einer anderen Firma, also nicht von Apple, sondern halt für das Powerbar Power Gel. Boah, nehmen wir eine Riesenpackung, 24 Stück mit Kohlenhydraten, Maltodextrin, Energiegels, vegan, mit Koffein, Espresso. Oh, ist so geil. Brauche ich vielleicht auch, wenn ich auf Arbeit immer mal so ein Koffein reinpfeifen da. Und eine Levis Boxershort. Ja. Vielen Dank an alle, die sich hier erkannt haben. Wer uns auch unterstützen möchte und sowieso vielleicht gerade was bei Amazon bestellt, klickt einfach vorher bei uns so einen Amazon-Affiliate-Link auf der Seite kinocast.net. Dann bekommt ihr eine kleine Provision für eure Einkäufe. Euch kostet das nicht mehr und ihr tut dem Kinocast was Gutes, denn die Kosten für Server, für das Online-Halten von den mittlerweile ja 566 Episoden, Speicherplatz, Auphonic, was nicht alles. Das kostet alles ein bisschen Geld. Und das hilft uns. Da hilft uns jeder kleine Cent. Jo, dann haben wir noch ein was zu vermelden. Ne? Wir hatten letzte Woche im Kino ein kleines Fotoshooting. Und zwar gibt es hier in Stuttgart ein Lift, heißt das glaube ich, ne? Lift-Magazin. Lift, ja. Mit Doppel-F war das, ne? Lift, oder? Nee, eigentlich nicht. Nee, nur mit einem, glaube ich. Wie der Lift? Lift Stuttgart. Ja, tatsächlich, ja. Das Lift-online.de, das Stuttgarter Stadtmagazin. Nee, das Stuttgart-Magazin, so rum. Die eine Ausgabe, die hier rechts oben abgebildet ist, die Mai-Ausgabe mit dem Gesicht, wo lauter Orangen außenrum sind, die habe ich sogar, weil ich habe natürlich erstmal diese Zeitschrift gekauft, um zu sehen, was das ist, wo wir da, wer uns da fotografieren will, ja. Nicht, dass wir da in irgendeinem, sagen wir so, in einem Umfeld landen, wo wir uns vielleicht nicht sehen möchten. Doppeldildo. Zum Beispiel. Ich ja, hab's gedacht irgendwie und nicht gesagt, jetzt sagst du trotzdem. In der neuen, quasi in der Stuttgarter Praline oder sowas.
Nein. Da wollten wir natürlich nicht landen, sondern nein, das Lift ist natürlich ein, ja, die berichten eigentlich über alles Mögliche. Also es ist eigentlich eine ganz, ganz bunte Mischung, habe ich festgestellt. Ich kannte das jetzt noch nicht. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, lag das mal im Kino aus. Kann das sein, dass da mal im Kino, dass die irgendwie so eine, dass da so ein paar Ausgaben irgendwie rumlagen zum Mitnehmen? Hatten die, glaube ich, mal eine Werbeaktion oder irgendwas. Da hatte ich, glaube ich, schon mal eins durchgeblättert, ja, aber es ist länger her. Jetzt habe ich es wirklich mal ja, aktiv mal bewusst gelesen und fand es eigentlich ganz interessant, so die ganzen Veranstaltungstipps und viele Sachen, die man gar nicht so auf dem Plan hatte, was so stattfindet und auch so Beschreibungen von Events, die stattgefunden haben. Und die wollen jetzt offensichtlich mal so eine kleine Übersicht machen, was hier auch so im Bereich Podcast so abgeht in Stuttgart und Umgebung. Und wollten da Podcaster mal porträtieren und fotografieren auch. Und ich sage euch eins, wenn ihr euch die Zeitung kauft, das wird ja dann wahrscheinlich in der Juni-Ausgabe, wenn das ein Bild ist, wo wir, wo einer von uns hier quasi Live Long and Prosper den Gruß aus Star Trek macht, dann ist es genau das eine Bild, was wir machen mussten oder was wir machen sollten. Ja, wo wir eigentlich gesagt haben, wir möchten nicht, dass das drin landet. Wir machen das jetzt mit Just for Fun, aber wir wollen nicht. Aber wahrscheinlich ist es dann so, dass sie genau dieses Bild nehmen. Ja. Weil wir haben richtig, richtig coole gemacht. Wir sind ja cool eigentlich, yeah, ne? Ja, coole Bilder. So. Ja. Mal gucken. Mal gucken, was sie da noch so dazu schreiben. Und vor allem bin ich gespannt. Ich kannte ja mal ein paar hier aus Stuttgart, die Podcasts gemacht haben, zum Beispiel den Retina-Cast und dann gibt es natürlich ein paar VfB-Podcasts und so. Der Retina-Cast, aber die hat ihre letzte Ausgabe, glaube ich, auch schon vor ein paar Jahren. Ich gucke gerade mal hier bei denen. 2016, ja. Die haben auch irgendwann das Handtuch geworfen. Ich kenne gar nicht mehr so viele hier aus Stuttgart. Also ich dachte eigentlich immer, man kennt sich da. Ich meine, gut, der Martin hier, der ist ja mit seinem Staatsbürgerkunde. Könnte vielleicht sein, dass der auch noch mit reinfällt irgendwie. Na, mal gucken. Bin gespannt, wer da noch so auftaucht hier. Wen es da noch so gibt. Wahrscheinlich denken die anderen sich auch, wer sind die denn? Hier, machen hier einen Star Trek-Gruß, haha. Ja. Ja, mal schauen. Ansonsten, ich bin ja auch hier bei den Podcast-Paten mit gelistet. Das heißt, wenn hier jemand aus Stuttgart sich mit dem Gedanken trägt, vielleicht auch mal selber irgendwie einen Podcast ja, zu starten oder sowas und hat da ein paar Fragen, wie das so geht mit der Technik und so. Ach, Chris, seid ihr eigentlich dabei? Na eben. Mit einem Pausentee? Na, warum nicht? Weil nicht. Wir sind international. Ach so, deswegen. Ja. naja, gut, aber hätte ja sein können, dass die euch auch angefragt haben, irgendwie so. Stuttgart international. Naja, wir werden es sehen. In der, denke ich mal, in der Juni-Ausgabe dann. Von Lift, von der Zeitung. Ich denke mal, wir werden das ja hier dann bestimmt mehrfach nochmal erwähnen, dass ihr euch bitte diese Zeitung kauft. Vielleicht sind wir ja auch als Centerfold-Poster drin, wo ihr uns dann genau. Könnt ihr euch dann genau. Groß ausdrucken oder nochmal an der Wand hängen. Na? Ich habe mich extra schick gemacht, ja. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Habe ich gemacht. Glaub, ich also laufe ich nicht so rum. Ich glaube, bin so wie immer gekommen. Stichst du dann raus hier? Selbstverständlich. Ich glaube, ich hätte mal von der Arbeit gleich mit einem Anzug kommen können. Ey. Ja. Hätten alle gleich gedacht, oh, sind das für welche, ey? Hier mit Anzug, aber dann hier einen Spock-Gruß machen hier. Total ein paar Idioten, ey. Das nervt dich echt, gell? Kann es sein? Ja, weil das so sinnlos war. Ja, in dem Moment. Also wenn das jetzt irgendwas gewesen wäre, irgendwie... Ja, wo wir sagen, ja, das hat irgendwas mit uns zu tun, mit dem Kinocast, irgendwas. Aber ich weiß nicht, wann kam der letzte Star Trek-Film? Ist auch schon lange her. Ich meine, gut, ich habe jetzt Star Trek geguckt und ich bin aber auch nie in so eine Richtung, weißt du? Ich habe immer beides geguckt. Star Wars und Star Trek. Ich habe mich da nicht so in eine Richtung. Du Verrückter. Meine Cousine, die war total, oder ist sie wahrscheinlich noch, ich hatte lange nicht mehr mit ihr Kontakt, die war totaler Trekkie. Die konnte mit Star Wars nämlich überhaupt nichts anfangen. Und die ist auch dann damals, das war so Anfang der 90er, also dann auf so Conventions gefahren und da hat sie auch mal den Dr. Bashir irgendwo getroffen und so, da war sie ganz happy und damals war ja noch irgendwas mit Videokassetten, da hast du ja irgendwie die Videokassetten, haben sich die Trekkies da so irgendwie
aus Amerika nach Deutschland geschickt. Da musstest du dann irgendwie mit NTSC und so, dass du es hier gucken konntest und so. Ja, damit du schon die neuen Folgen hattest. Ja, es war so vor Netflix, ja. Alter Mann erzählt vom Krieg hier. Ja. So war das. Mit Akte X aber auch. Ja, dann sind wir durch soweit heute. Dann freuen wir uns auf die morgige Sneak, wo ja auch Stargäste kommen werden, habe ich gehört. Die kommen doch jede Woche, also bitte. Nee, ich meine jetzt... Die anderen Stargäste. Andere Stargäste, ja. Ja, ich habe gehört, vom Kino kommt jemand. Hat wenn ich mich da richtig erinnere, hast du sogar die Tickets besorgt. Ja. Ja. Sind wir mal gespannt. Hoffentlich kommt da was halbwegs Ordentliches und... Ja, dann werden vielleicht dann nächste Woche zwei verschiedene Podcasts über den gesehenen Film und über die tausendste Sneak berichten. Dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Gerne. Sehr gerne. Liebe Hörer, wir freuen uns auf eure Kommentare. Ran an die Tasten. 0 Kommentare bei der letzten Sendung. Es war ein bisschen wenig, um nicht das zu sagen, gar nichts. Das ist traurig. Ja. Hey, das ist traurig. Also ran an die Tasten jetzt hier. Habt ihr viel Stoff hier, Stan und Olli. Mac, Iron Sky und so weiter. Ein paar Serien. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.